Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Gun Game auf dem gomrd.net Server. Und heute habe ich ein paar Themen anzusprechen. Wirklich, es sind ein paar, bei denen viele Fragen aufgetreten sind. Und bei diesem Thema wusste ich nicht genau, wie ich das ansprechen sollte, weil halt eben, es ist ein bisschen schwer, so gesagt. Das erste Thema ist halt eben, weil ich inaktiv war. Das wollte ich jetzt eben mal ansprechen, weil das halt auch ein bisschen komisch war in letzter Zeit, wie ich weitermachen soll mit meinem Kanal. Ich war mir halt wirklich unsicher bei dem Ganzen, weil ich nicht wusste, würde ich die Zeit noch irgendwann mal hinbekommen, dass ich wirklich jeden Tag Uploads hochladen kann. So, dann ist mir eine tolle Idee gekommen, nämlich, dass ihr euch nicht wundern braucht, wenn mal nur jeden zweiten Tag ein Video kommt. Da braucht ihr euch dann nicht drüber wundern, denn ich werde es immer ankündigen, wenn ich ein Video hochlade. Und dazu habe ich mir noch was überlegt. Nämlich, wissen ja alle, ich heiße auf Skype Hero Games und da können wir was Tolles machen. Tja, und dann könnte man halt... Ich hab mich gerade gekillt. Das war jetzt richtig scheiße. Dann könnte man sich noch überlegen, könnte ich vielleicht eine Fankonferenz gründen mit allen Leuten und dann einfach dort immer schreiben, wann kommt das Video online, wie lange sagt YouTube, dass der Upload noch dauert, wann soll das Video voraussichtlich online gehen. So wäre das, denke ich, ganz bequem zu wissen, wann kommen meine Uploads, wann kommen Streams, aber weil ich nicht denke, dass jeder hier Skype hat. Ja, ich weiß da schon einiges. Und darunter auch, dass ich war... Es hat geleckt. Darunter weiß ich auch, dass einige von meinen Zuschauern, aka Abonnenten, kein Skype haben. Deswegen, was machen wir jetzt? Naja, dann habe ich mir halt gedacht, vielleicht könnte ich meine WhatsApp-Nummer veröffentlichen. Das wäre aber auch wieder scheiße, weil... Naja, vielleicht werde ich dann mal deswegen vollgespammt, weil das ja des Öfteren auch auf Skype passiert, dass ich richtig vollgespammt werde, seit ich halt fast in jedem Video jetzt schon meine Skype-Nummer sage. Und auf meiner Website war sie auch verlinkt. Es gibt sogar noch ein Secret auf der Website, also findet das mal raus. Die Website ist unter dem Video meine Website, Fragezeichen, Ausrufezeichen, verlinkt. Da könnt ihr die mal anschauen. Aber weiter zum Thema gesagt, muss man ja das irgendwie regeln können. Ich habe mir überlegt, ich könnte einfach mal sagen, wie ich auf Twitter oder sowas heiße. Ist aber auch dann die Frage, wie machen wir das dann? Deswegen ist mir die beste Idee überhaupt gekommen. Nämlich, wenn ihr selber mal nachschauen würdet, immer auf YouTube, was ich unter mein neuestes Video in die Kommentare schreibe, wann das nächste Video kommt. Ist aber auch ein bisschen umständlich und deswegen wird das auch nicht hinhauen. Naja, dann habe ich mir noch was überlegt. Und zwar, wie sieht's denn aus mit deiner Website? Da ist mir dann die tolle Idee gekommen, ich habe ja noch eine Website. Der Community-Chat ist noch nicht drauf, aber er wird kommen. Und deswegen hätte ich mir dann erst recht überlegt, dass ich es auf die Website packen könnte immer. Nur gibt es auf der Website nichts irgendwie zum Abonnieren oder Nachrichten bekommen. Da müsstet ihr dann auch wieder selber schauen und ich kann nicht verlangen, dass meine Zuschauer 24/7 auf der Website, genauso wie in der Abo-Box campen natürlich, oh, nein, dass sie da campen und drauf warten, bis ich mal ein neues Statement zu meinem neuesten Video abgeben. Das habe ich mir gedacht. Nein. Okay, dann war meine nächste Überlegung, warum laggt es jetzt? Ich finde es gerade ein bisschen dumm, dass es gerade laggt. Aber meine nächste Überlegung war halt dann, du könntest einen Teamspeak machen. Denn ich habe schon IP-Daten von Chris TS bekommen und dort Adminrechte, damit ich einen Community-Channel erstellen kann. Dort könnte ich mich dann natürlich auch reinhocken und oder dort halt auch mal so ein bisschen was ankündigen. Ich könnte mich reinhocken und so ein bisschen mit der Community chillen und so.
Aber ich denke nicht, dass dann auch wieder jeder online ist. Es ist dann auch wieder schlecht. Ich will so ziemlich jeden erreichen, um zu wissen, wann kommt mein Video. Dann habe ich aber immer noch keine Idee gehabt. Was soll ich denn jetzt machen, Leute, habe ich mir dann gedacht. Okay, also das ist jetzt schon mal... Oh, den haben wir bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Aber natürlich wird es dann da auch noch andere Sachen geben. Wie zum Beispiel... ja, hat eben die Möglichkeit mit Twitter und ich denke, dass das sogar die einfachste wäre. Weil, naja, da kann halt jeder folgen und dann bekommt ihr auch schon Benachrichtigungen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was euch da lieber wäre. Ich werde jetzt eben meinen Twitter-Account so nicht den Namen sagen und so, weil ihr da noch warten sollt, Leute. Weil ihr da noch warten sollt. Da lasse ich euch noch ein bisschen hinschwitzen, weil ich die Community abwarten will, was so abgeht. Oben ist eine Infokarte verlinkt, wo ihr abstimmen könnt, Videos auf Twitter ankündigen oder Videos nicht auf Twitter ankündigen. Naja, was würde euch da wohl am liebsten gefallen? Ich denke mal, dass relativ viele von euch Twitter haben. Deswegen würde ich es da eigentlich schon sehr, sehr gern ankündigen, damit das jeder weiß. Natürlich gibt es auch Leute, die wollen es gar nicht erst wissen, wann mein Video kommt und wollen einfach so drauf abwarten und sich überraschen lassen, wann ist denn das neue Video für den Tag heute da. Gut, kann man natürlich auch machen, aber es ist halt dann eure Überlegung, ob ihr in der Abo-Box auf das Video hincampen möchtet oder auf Twitter bequem wissen, wann kommt es online, dann braucht ihr nicht viel Zeit verschwenden. Und wisst dann einfach schon, genau um die Zeit müsst ihr einschalten. Dann seid ihr einer der ersten Leute, die das Video sehen. Und ich denke, das ist dann eigentlich auch ganz cool. Denn bei manchen Sachen wird es dann auch sehr, sehr cool, dann, wenn Streams geplant werden, wenn die bessere Leitung da ist, dann werde ich in der Qualität, da fallen alle aus den Schuhen, Stream, Alter. Das ist schon dann eine geile Leitung. Über 10.000 dann beim Upload und ihr wisst, was das heißt. Steve! Stirb. Cool. Stevens. Steve. Ist das close? Nein, er hat mich abgestoppt. Als ob. Als ob. Schade eigentlich. Nein! Als ob! Aber, dann würde ich das auf alle Fälle auf Twitter ankündigen und dann... Wird das, denke ich, ganz gut sein sogar, weil halt jeder dann Bescheid weiß. Natürlich mit den Livestreams wäre es dann natürlich auch ganz anders. Da könnt ihr natürlich auch wieder warten, wann starte ich einen Livestream. Aber weil ich eh weiß, dass die meisten immer, so habe ich meine YouTube-Erfahrung gemacht, dass die meisten immer so früh wie möglich in dem Livestream dabei sein wollen. Naja, dann könnte ich genau ankündigen, Minuten, wann starte ich den Stream. Vielleicht sogar Sekunden genau, wann ich auf Streaming starten drücke. Das könnte ich schon Sekunden genau angeben. Aber nicht, wann YouTube den Livestream auch wirklich freigibt für euch, dass ihr den anschauen könnt. Es wäre dann eigentlich auch ganz cool mit den ganzen Liga-Playoffs, denn die Battles-Liga ist noch da. Ich komme bald in eine FFA-Gang-Game-Liga. Subliga steht noch nicht an, aber das ist alles schon in Planung, auf alle Fälle. Die FFA Gang im Liga, da darf ich mir übrigens Leute raussuchen, die dabei sind. Mindestens 2 Plätze sind schon vergeben. Das heißt, ich könnte noch einen auslosen. Und deswegen müssen wir mal schauen. Entweder der eine füllt sich noch, falls ich noch irgendjemanden ganz guten treffen würde. Oder ihr könnt euch natürlich auch für die ESL Liga bewerben, falls ihr auch was könnt in Gang Game. Denn es wäre schon toll zu gewinnen, weil es soll halt auch einen Preis geben, der sehr, sehr gut sein soll für YouTuber. Und wenn der Preis dann so gut wäre für YouTuber, dann denke ich mal, dass es irgendeine Community-Aktion geben wird, die man vielleicht sogar verlosen kann. Es wäre auf alle Fälle sehr, sehr toll. Denn dann könnte man vielleicht auch mal eine Geldverlosung machen oder sowas. Kommt drauf an, was der Preis sein wird. Denn wenn wir den gewinnen würden, also man muss halt bis Level 100 in der Liga kommen. Es sind sehr, sehr... Oder warte, falls Level 100 nicht gibt, dann war es, glaube ich, einfach bis highest Level, denn ich
weiß nicht, ob sie das jetzt gefixt haben, aber früher ist es auf alle Fälle nur bis Level 59 gegangen. Siehe Scoreboard rechts bei mir. Und dann wären wir auf alle Fälle auch über 100, aber anscheinend ging das ja dann nicht. Falls immer noch nicht geht, dann auf alle Fälle bis Full Level. Falls es das gibt, auf alle Fälle bis Level 100. Gut, geklärt. Und dann werde ich vielleicht auch sogar, falls ihr noch Ideen habt, könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Nicht nur Videos, sogar Streams. Schreibt das mal in die Kommentare, was ihr da für eine Planung habt. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Was würde ich jetzt noch sagen? Nichts. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, von meiner kleinen Idee. Ob ich das Ganze veröffentlichen soll, das könnt ihr rechts oben abstimmen. Und dann, tschüss!